bedauerlicher Weise die Aussage eines schwergewichtigen Präsidentenberaters von Zbigniew Brzezinski, der war Sicherheitsberater, also der wichtigste politische Berater des Präsidenten Jimmy Carter, der ein Buch geschrieben hat, das inzwischen mit einem Vorwort von Genscher auch ins Deutsche übersetzt ist, mit dem Titel Die einzige Weltmacht. Und da führt er genüsslich aus, dass die USA die Weltherrschaft erreicht haben, wie sie sie erreicht haben, was die Grundlagen dieser Weltherrschaft sind. An erster Stelle die Medien, dann die Ausstrahlungskraft des American Way of Life, der mit Kultur überhaupt nichts zu tun hat, aber eine gewisse Faszination auf die Völker ausübt oder noch ausüben kann. Und eben die Abhängigkeit der politischen Klassen von den Medien, der Universitäten, von ganz bestimmten Vorgaben. Und er sagt, die Deutschen sind nur tributpflichtige Vasallen der USA. Das Buch von Hamilton Fish, Der zerbrochene Mythos. Dort wird die verhängnisvolle und kriminelle Rolle Roosevelts bei der Herbeiführung des Zweiten Weltkrieges nicht nur von irgendeinem Historiker geschildert, sondern Hamilton Fish war ein hochrangiger Politiker und in seiner Rolle als Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses, glaube ich, war es ein Gegenspieler Roosevelts, der die ganzen Intrigen aufdeckt. Er hat damals nach dem Angriff in Anführungsstrichen der Japaner auf Pearl Harbor im amerikanischen Kongress die Rede gehalten, in der die Gegner Roosevelts zur Einheit aufgerufen haben und zur Unterstützung des Präsidenten angesichts dieser Schmach, den Amerika durch den Angriff in Anführungsstrichen der Japaner erlitten hat. Und dieser Mann sagt heute, er schämt sich dieser Rede. Denn heute weiß er, dass das amerikanische Volk, dass die Repräsentanten des amerikanischen Volkes von einem, wie ich sage, kriminellen Präsidenten hintergangen, belogen und betrogen wurden. Dort können wir lesen, aus den Tagebuchaufzeichnungen des amerikanischen Kriegsministers Stimson, wie am 25. November 1941 das Küchenkabinett dieses Präsidenten, Franklin Delano Roosevelt, 6 Leute, zusammengesessen und beraten haben, wie sie die Japaner dazu bringen, den ersten Schuss auf die USA abzugeben, weil als Demokratie die USA, obwohl sie diesen Krieg durch ihre herrschenden Kreise haben wollten und führen wollten, den ersten Schuss nicht abgeben durften, weil sie dafür nicht die Unterstützung in der Öffentlichkeit gefunden haben. Dann haben sie beratschlagt, wie sie es schaffen. Dann haben sie am Kongress vorbei ein Kriegsultimatum an Japan gerichtet, wo ihnen klar war, auf dieses Ultimatum kann Japan nicht eingehen, dann muss Japan kämpfen um sein Überleben. Und so hat, nachdem die deutsche Wehrmacht in Europa an allen Fronten bereits gesiegt hatte und Roosevelt eigentlich in einer tiefen Krise war und seine Politik gescheitert war, hat er es doch noch erreicht, über den Umweg der Provokation gegenüber Japan, Deutschland dazu zu veranlassen, Amerika in Erfüllung einer Bündnispflicht gegenüber den Japanern den Krieg zu erklären. Und damit hatte er das Ticket nach Europa, um hier in Europa die Dinge klarzustellen. So sollten wir eine Geschichtswahrheitsguerilla bilden, dezentral, überall Gruppen, Schluss mit der amerikanischen Weltherrschaft, Schluss mit der Globalisierung, Schluss mit der psychologischen Kriegsführung. Das ist der Weg, er ist ein friedlicher Weg. Und das deutsche Volk wird zur Kenntnis nehmen, dass sogar nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, obwohl es darauf überhaupt nicht ankommt, das Deutsche Reich als Völkerrechts- und Staatsrechtssubjekt in der Niederlage von 1945 nicht untergegangen ist, sondern nur handlungsunfähig geworden ist. Deswegen erpresst man heute Privatfirmen wegen Zwangsarbeiterentschädigung, obwohl man weiß, das ist Sache der Regelung in einem Friedensvertrag.
Und das betrifft nicht die Privatunternehmen, sondern das betrifft das Deutsche Reich.